Hängen unter dem Bäumchen, kriegen davon. Hier sieht man schon den Kern. Ja, das ist nur der Anfang hier, aber der Kern selber, der ist innen drin, unter dem Fruchtfleisch. Du musst das Fruchtfleisch jetzt auch noch pellen, jetzt mal die Schale ab. Svenja macht das schon ganz klasse. Und wenn wir die Schale abhaben, dann haben wir das Fruchtfleisch. Und dann entfernen, beziehungsweise machen wir das Fruchtfleisch noch ab, denn unter dem Fruchtfleisch befindet sich dann der Kern, den wir einpflanzen wollen. So, jetzt holen wir uns die Kerne aus dem Fruchtfleisch. Maike möchte da nicht reinbeißen. Die pellt das Ding auf, versucht es zumindest. Ja, wahrscheinlich einfach mit dem Messer, weil so zerdrückst du das Ganze einfach nur. Ich kann das nicht. Messer. Und, schmeckt's? Ja, wie schmeckt's? Hey? Ja. Süß, säuerlich, sehr fruchtig. Und das klebt alles. Ja, weil der Zucker dran ist. Ist ja süß. Eine Blume. Ja, cool. Das riecht schon so säuerlich. Eine Litschi-Blume. Kann man das Braun auch essen? Ja, das kannst du mit essen auch am Anfang, das geht auch. Also man kann die abpellen. Guck, oder direkt im Mund stecken und Fruchtfleisch abessen. Wie schmeckt das? Mhm. Aber schon süß. Ja. Süß, säuerlich, fruchtig. Richtig lecker. So, ich habe die Kerne jetzt abgewaschen unter lauwarmem Wasser, damit sie schön sauber sind und nicht mehr klebrig, damit wir später keine Schimmelbildung haben. Denn wenn man die nicht sauber macht, dann kann das Substrat anfangen zu schimmeln. So, die Kinder packen die jetzt einfach mal da rein. Die Litschis, die brauchen wir gar nicht einbuddeln, die legen wir einfach oben drauf und drücken die in die Erde. Das reicht vollkommen aus. Das ist zu tief, oder? Nö, ist gut. Wir decken die ja nicht mehr ab, wir drücken die einfach nur in die Erde rein. Kommt da noch irgendwo eine rein hier? Ja, wo ein Loch ist. Jetzt will Coco auch mitmachen. Ja. So, die Litschis haben wir drin. Immer wenn wir Coco nass gespritzt haben früher, da hat jemand gesagt, hallo. Cool. Ja, ich schwitze nicht. Außer was zu viel ist, unten rauslaufen erstmal, kann sich das Substrat ein bisschen vollsaugen. Und jetzt haben wir Litschis gepflanzt. Hallo Maike. Ich guck ganz erstaunt auf die Kerne hier. Ob das wirklich Bäume werden hier? Naja, warten wir es mal ab, wa? So, da sind die Litschis, die standen hier auf dem Tisch. Auch die Pfirsiche stehen dort. Da hat sich jetzt noch nichts getan, beziehungsweise ich habe jetzt noch gar nicht reingeguckt, ehrlich gesagt. Aber bei den Litschis hier kann man das schon sehen. Ich werde das mal ein bisschen näher ranzoomen. Gucken, ob wir das dann richtig scharf kriegen. Dort kommen die ersten Wurzeln raus. Dort bricht auch der Kern schon auf, auf der Seite auch hier. Man sieht, die Wurzeln wandern bereits ins Substrat. Ich zeige euch mal eben, wie ich den gieße. Ich habe eine kleine Gießkanne. Und ich gieße das jetzt nicht oben drauf, sondern wir gießen das jetzt hier auf den Teller, auf den Unterrand. Und so kann das Wasser jetzt ins Substrat nach oben gesogen werden. Und die Substratoberfläche bleibt relativ, ich sag trocken mal nicht, aber nicht ganz so pitschepatschi nass. Von daher ist das also von unten gießen auf jeden Fall besser, damit das hier oben nicht anfängt zu faulen. Das ist unsere Litschi-Zucht. Und wie man hier schon sehen kann, dort kommt der erste Spross gewachsen. Also das ist die oberirdische Pflanze, der Pflanzenteil, der dann nach oben wächst und später dann das Bäumchen ergibt. Dort ist jetzt ein ganz kleiner Trieb. Was mich ein bisschen wundert, dass der wirklich so winzig ist, damit man überlegt, wie groß die Kerne sind und wie klein dann der Spross ist, der dort herauskommt. Ja, schon sehr interessant. Mal gespannt, wie die Pflanzen aussehen, dann später etwas größer sind. Die anderen fangen jetzt auch an zu keimen, beziehungsweise die Wurzeln kommen heraus. Ja, eine interessante Geschichte. Und dann eigentlich die Litschis. Litschi. Die Litschis. Vielleicht, weil das noch schon gelb bekommen, die Blätter irgendwann. Ja. Oh. Kann sein. Ja, der Trieb, der kriegt jetzt schon ein bisschen Farbe. Den habe ich jetzt hier ans Fenster gestellt, damit er Licht bekommt. Ist zwar etwas kühler hier, aber das macht denen nichts, weil Licht brauchen sie jetzt ansonsten. Wenn sie nur nach oben schießen und kein richtiges Grün bilden, von daher brauchen die jetzt ganz, ganz dringend Licht, wenn die rauskommen. Ja, und die können